Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Video. Ich bin Sven von Subaru und bei mir ist mein Kollege Sebastian. Wir sind heute wieder in Kempten im Allgäu auf dem ADAC Fahrsicherheitszentrum zu Gast und werden hier die neuen Subaru Kompaktmodelle im Preza und Crosstrek testen, und zwar auf abgesperrtem und uns exklusiv zur Verfügung stehendem Gelände. Der Fokus liegt dabei auf den neuen Sicherheitssystemen, die diese Modelle an Bord haben, und wo können wir die besser ausprobieren als hier. Wir freuen uns wie immer über Likes und Kommentare, vor allem aber über Kanalabos inklusive Glocke, und wir steigen jetzt ein und erkunden einmal die Möglichkeiten, die uns das Gelände so bietet. Viel Spaß! Fans der Marke wissen, das Thema Sicherheit ist seit Jahrzehnten ein Schwerpunkt bei Subaru. Alle Modelle verfügen über ein umfangreiches Sicherheitskonzept. Das Highlight der präventiven Sicherheit ist das kamerabasierte Fahrerassistenzsystem EyeSight. Es beobachtet den Verkehr vor dem eigenen Fahrzeug, unterstützt und greift notfalls auch ein. In der aktuellen Version wurden Bilderkennung und Software weiterentwickelt. Dazu kommen neue Bauteile. Es ergeben sich viele neue und verbesserte Funktionen, dazu später mehr. Uns begrüßt die Allgäuer Sonne und wir haben inzwischen das Gelände erkundet. Hier fallen direkt Konstruktionsmerkmale wie der tiefe Schwerpunkt, die direkte Lenkung und die gute Übersichtlichkeit auf. Uns bietet sich hier die Möglichkeit, die neuen Sicherheitsmerkmale der beiden neuesten Subaru-Modelle im Preza und Crosstrek zu demonstrieren. Dabei beschränken wir uns, quasi als kleines Update, auf die neuen und weiterentwickelten Sicherheitsfeatures. Es gibt bereits ein Sicherheitsvideo an gleicher Stelle mit anderen Subaru-Modellen, in dem wir die vier Dimensionen der Subaru-Rundumsicherheit demonstrieren. Das haben wir auf dem i und in der Videobeschreibung verlinkt. Wir fangen jetzt an mit der Demonstration des Notbremsassistenten, denn dieser wurde nämlich auch weiterentwickelt. Wir haben wieder unser Aufbauhindernis dabei und freuen uns darauf, die neuen Fähigkeiten auszutesten. Das vordere Notbremssystem mit Kollisionswarner des EyeSight-Systems ist in der Lage, Hindernisse zu erkennen und kann das Fahrzeug selbstständig bis zum Stillstand abbremsen. Dies funktioniert bis zu einer Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Hindernis und eigenem Fahrzeug von 50 km/h. Bremst das Fahrzeug bis zum Stillstand, fährt es nicht selbstständig wieder an. Die bewährte Stereo-Optik von EyeSight wurde um eine dritte, sehr weitwinklige Kamera ergänzt und wird durch einen neuen Radarsensor unterstützt. Dies erweitert den Erkennungsbereich und ermöglicht neue Funktionen. Durch unsere Erfahrungen aus anderen Videos und vielen internen Tests haben wir mittlerweile wirklich viel Vertrauen in das System aufgebaut. Da wir dieses riesige Privatgelände ganz für uns alleine haben, können wir EyeSight heute auch mal herausfordern und uns spielerisch mit diesem Assistenzsystem beschäftigen. Wichtig: Im öffentlichen Verkehrsraum ist unsere Aufmerksamkeit natürlich stets auf die Straße und die anderen Verkehrsteilnehmer gerichtet, um die Sicherheit aller Beteiligten im Straßenverkehr zu maximieren. Zu einem verantwortungsvollen Umgang mit diesen Assistenzsystemen gehört, deren Einsatzgrenzen zu kennen und sich nicht unnötig darauf zu verlassen. Unser ungewöhnlicher Umgang mit den Fahrzeugen hat bei der Fahrtrainerin Martina vom ADAC für Aufmerksamkeit gesorgt. Wir haben sie spontan eingeladen, das System einmal live zu erleben. Es gibt auch neue Funktionen innerhalb des Notbremssystems, welche die Fußgängersicherheit verbessern. Durch den erweiterten Erkennungswinkel kann das Fahrzeug nun besser und früher unaufmerksame Fußgänger erkennen, die unerwartet vor das Fahrzeug treten. Hier sieht man schön, wie das Fahrzeug eigenständig die Gefahrenbremsung einleitet. Traditionell eine gefährliche Situation für Fußgänger ist, wenn abbiegendes Fahrzeug und Fußgänger gleichzeitig grün haben. Wir wollen es wissen und machen bewusst nichts. Beruhigend für uns, auch hier kann EyeSight den Fußgänger aktiv schützen. Sehr interessant auch das Abbiegen in den Gegenverkehr. Als wir anfangs etwas zu zögerlich in die entgegenkommende Spur abgebogen sind, löste das System nicht unnötig aus. Erst kurz vor der drohenden Kollision bremste unser Crosstrek verlässlich ab. Bei dieser Fahrübung haben wir das System als sehr gut ausbalanciert erlebt und keine Fehlauslösung wahrgenommen. Auch an Bord der aktive Spurhalteassistent, jetzt neu mit Gefahrenerkennung. Hier fahren wir nebeneinander her. Versuche ich nun trotz des anderen Fahrzeugs die Spur zu wechseln, werde ich gewarnt. Eine Leuchte im Außenspiegel weist auf Fahrzeuge im toten Winkel hin. Wenn ich den Blinker betätige, zeigt diese Leuchte ein schnelles Blinken. Lenke ich dann trotzdem, wird ein leichter Gegendruck am Lenkrad erzeugt. An dieser Stelle sei erwähnt, wir empfinden die Assistenzsysteme nicht als bevormundend, sondern als sinnvolle Hilfestellung. Zusätzlich lassen sich diese auch noch deaktivieren. Das ist zum Beispiel beim Offroad-Einsatz wichtig.
Ein Querverkehrassistent für den Bereich hinter dem Fahrzeug ist natürlich auch mit an Bord. Neu mit dabei ein Ausweichassistent mit Lenkunterstützung, die Straßenranderkennung mit Lenkunterstützung, eine multinationale Verkehrszeichenerkennung, der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer, welcher an die Verkehrszeichenerkennung gekoppelt ist und auch manuell eingestellt werden kann, und eine verbesserte Spurzentrierungsunterstützung mit adaptiver Lenkung. Dazu passt die weiterentwickelte adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung. Ist diese aktiv, passt der Subaru seine Geschwindigkeit an das vorausfahrende Fahrzeug an. Durch den jetzt deutlich erweiterten Erkennungswinkel funktioniert das System auch auf dieser kurvigen Strecke extrem zuverlässig. Bis zu gewissen Kurvenradien lenkt das folgende Auto eigenständig auch dem Führungsfahrzeug hinterher. Aus eigener Erfahrung, diese Unterstützung führt zu geringeren Ermüdungserscheinungen bei Überlandfahrten. Wichtig: iSight ist ein leistungsstarkes Assistenzsystem, aber kein Autopilot. Eine schöne Herausforderung für die Fahrzeugstabilität sind die Gleitflächen hier beim ADAC. Schon in unserem Wintervideo haben wir die Fahrzeuge auf glattem Untergrund als sehr souverän erlebt. Die bewässerten Flächen hier haben einen Reibwert wie eine festgefahrene Schneedecke. Wir erleben die Subarus als sehr gut ausbalanciert, äußerst richtungsstabil und gut zu kontrollieren. Auch Bremsen in der glatten Kurve macht die Fahrzeuge nicht instabil. Beim simulierten Heckausbruch, den wir direkt auf die höchste Stufe gestellt haben, fällt auf, dass sich die Fahrzeuge äußerst schnell wieder stabilisieren und wie gut dosiert die Assistenzsysteme reagieren. Erst bei absichtlichen Fahrfehlern beginnen sich die Autos hier einzudrehen. Kommen wir zu weiteren Sicherheitstechnologien. Schon beim Einsteigen fällt das Fahrererkennungssystem auf. Zusätzlich zu den Komfortfunktionen des Systems sorgt ein Aufmerksamkeits- und Müdigkeitswarner für ein Plus an Sicherheit. Das gesetzlich vorgeschriebene automatische Notrufsystem eCall kann im Falle einer Kollision eigenständig einen Notruf absetzen oder manuell ausgelöst werden. Die Gesamtanzahl an Airbags steigt auf 9. Highlights sind ein Mittelairbag zwischen den Vordersitzen und der Sitzflächenairbag im Beifahrersitz, welcher das Abrutschen von der Sitzfläche mindert. Hier sehen wir den iSight-Assistenzmonitor, welcher durch verschiedenfarbige Leuchten im unteren Sichtbereich des Fahrers Informationen zum aktuellen Betriebszustand des iSight-Systems liefert. Hierfür muss der Blick nicht von der Straße abgewendet werden. Außen am Fahrzeug ergänzen ein neues LED-Abbiegelicht und seitliche LED-Positionsleuchten am Heck die umfangreiche Sicherheitsausstattung sinnvoll. Alle in diesem Video erwähnten Sicherheitsmerkmale sind übrigens Serienausstattung bei den neuen Kompaktmodellen. Ja, das war ja unser Tag hier mit beiden neuen Subaru-Modellen Impreza und Crosstrek beim ADAC in Kempten. Beide Kompakt-Subarus vermitteln ein hohes Maß an Fahrsicherheit in allen Dimensionen der Subaru-Rundumsicherheit. Für mehr Details zu den beiden neuen Modellen empfehlen wir die Fahrberichte und Walkaround-Videos. Auf unserem Kanal gibt es auch noch Videos zu speziellen Anwendungsfällen, zum Beispiel auf Eis und Schnee oder im Matsch. Wer jetzt neugierig geworden ist und das hohe Sicherheitsniveau der beiden neuen Subaru-Modelle einmal selbst erfahren möchte, der besucht gerne seinen Subaru-Partner. Und wer keine Beiträge hier auf YouTube mehr verpassen möchte, abonniert gerne unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Likes und Kommentare sind sowieso willkommen. Wir freuen uns immer sehr darüber. Wir verabschieden uns hiermit und wünschen Ihnen weiterhin allzeit eine gute Fahrt. Wir sind Sebastian und Sven von Subaru.